Autsch. Und Mike, bei dir alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Sehr schön. Okay, so liebe Leute, Q1 ist abgeschlossen. Ahmed der Belgier wieder auf 1, gefolgt von Hamilton, Bottas, Leclerc, Sainz, Norris, meiner Wenigkeit, Räikkönen, Gasly und Tsunoda. Tickdom, Stroll, Alonso, Giovinazzi, Vettel kommen in Q2. Ausgeschieden sind Schumacher, Ricciardo, Latifi, Russell, Mazepin. Ja, ich denke mal noch, da kommt noch was, aber ist egal. Ja, meine Runde war suboptimal. Das sagen wir im Fachjargon für Scheiße. Ja, geht besser. Egal, ab ins Q2. Moin Matrix. Grüß dich. Du musst die Kurve mehr ausholen. Ja, hier habe ich echt Probleme. Nur 1,1 Sekunden, das ist ein Erfolg. So, liebe Freunde, da haben wir das Ergebnis von Q2. Hunzel natürlich ganz klar auf 1. Ja, kennt ihr auch dieses komische Meme? Wundert ihr euch, wie manche Leute oder manche Digger dorthin gekommen sind? Ja, Hunzel mit Medias auf 1, während alle anderen verzweifelt auf Soften fahren. Ja. Na egal. Hamilton auf 2, Bottas auf 3, gefolgt von Sainz, Leclerc, Norris, meiner Wenigkeit, Gasly, Räikkönen und Tsunoda. Ausgeschieden sind Vettel, Tickdom, Stroll, Alonso und Giovinazzi. Ja, wir beide fangen also mit den Mediums das Rennen an. Das wird lustig, aber jetzt geht's halt erstmal um die Pole Position. Also ich sehe mich eher so im Bereich 6 bis 8, also muss ich mal gucken. Gut rein! So.
36,5, 35,3. Aua. Oh ja, ich habe die Pole, weil ich einen Erfolg freigeschaltet habe. Soviel dazu. So, liebe Leute, nochmal. So, liebe Leute, da haben wir das Endergebnis von dem Qualifying in Singapur. Und wie zu erwarten, Hunzel auf der 1, dann die beiden Mercedes, dann kommt meine Wenigkeit. Ich muss dazu sagen, ich habe den letzten Satz übersprungen, weil ich dann noch einen Satz Reifen fürs Rennen habe. Vielleicht gibt es eine Safety-Car-Phase, wer weiß. Und dann kommt Sainz, Norris, Gasly, Leclerc, Räikkönen und Tsunoda. Also, ja, war eine knappe Geschichte, muss ich sagen. Also Platz 2 ist 1,144 hinter Hunzel und den Rest könnt ihr da selbst lesen. Ich habe zwar quasi meinen zweiten Platz aufgegeben, aber hey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also die kriege ich am Start und dann hat sich das. Auf ins Rennen! So here we are. After a breathtaking qualifying yesterday, the cars are taking their final positions on the grid. It's time now for the Singapore Grand Prix. The Marina Bay Street Circuit then has 23 corners, 13 to the left and 10 to the right, taking us a total of 3.1 miles around the landmarks of downtown Singapore. An average lap speed around here, just 107 miles per hour. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Ahmed. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Ahmed lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Hamilton, Joker, Carlos Sainz, and Norris, Gasly, Leclerc, Raikkonen, and Sebastian Vettel, Tigtum, Stroll, Fernando Alonso, and Giovinazzi, Mick Schumacher, Ricciardo, Nicholas Latifi, and Yuki Tsunoda. They've taken a grid penalty. Russell and Nikita Mazepin. That's it then. It's time to go racing as we head to trackside for today's race. So, hier nochmal die aktualisierte Variante des Setups. Ein paar Kleinigkeiten wurden vorgenommen, speziell der Reifenpart, der jetzt so aussieht. Ich wurde von meinem Teamkollegen eines Besseren belehrt. Er ist ja auch Champion, er weiß das. Und ja, dann würde ich sagen, genug geschnackt, auf geht's ins Rennen. Norris, was machst du denn da? Nimmst du die alternative McLaren-Route? Oder warum hüpfst du da über den Körb? What the fuck? Ja, alles klar, drück mich in die Mauer hier. Kannst du subtrahieren, wenn ja, dann zieh ab. Dankeschön, lieber Hamilton. Jetzt bin ich auf Platz 3. Valtteri, das Gaspedal ist auf der rechten Seite. Folge mal meinem Teamkollegen. Außen herum. Okay. In der Kurve 1. Alles klar. Und sonst so? So, muss, ne? So. Beschwör das nicht hinauf. Nein, Tristan, ich nicht. 2,4 Sekunden. Haha. Und sonst, Chat, erzählt mal was. Wie war euer Tag so? Auch die Herrschaften auf YouTube gerne was in die Kommentarsektion schreiben. Das lese ich mir gerne durch. Und ja, weiter geht's. Und ein bisschen easy weit vorne.
Ja, ich weiß, Tristan. Die Leute sagen viel, wenn der Tag lang ist. 2-4, aber lässt mich noch länger verhungern. Jo, oh, also, und ich viertel. Klepper, ob das glaubst du denn nicht? Wir haben einfach die ideale Strategie genommen. Na. Ach, diese Robsen-Auswahl ist kacke. Ach Mann, ey, immer dieselbe Scheiße hier. Letzte Runde. Battle ist vor dir. Okay. Was ist, Chat, was ist der jetzt gefahren? 36,5? Alter, der zieht den mir einfach mal 1,3 Sekunden ab. Cheater, Bali. Vorsicht mit solchen Aussagen. Das könnten manche auch falsch verstehen. Ja, und ich habe das Kappa-Zeichen gesehen, dennoch. Jetzt habe ich einen Alpin vor meiner Nase. Und zwar... Jeff! Jeff! Ich bestehe auf meine Pizza! Ja, GG Hunze und ich habe vor meiner Nase niemand Geringes als die Heulsoße. Ja, zu WM, ich bin weit vorne. Also, ja. Alter, also, hab ich noch mal knapp tatsächlich noch mal rausgeholt am Ende. Boah. Also gewinnst du nicht mit ganz so großem Vorsprung, sag ich jetzt mal. 2x52 Sekunden. So, Red Bull Doppelsieg, Baby! Wuhu! So, jetzt will ich den Chat aber mal ein bisschen hier toben sehen. Los, hier, hopp, hopp! Aber Doppelsieg! So, liebe Leute, Social Media Experte Ahmed der Belgier hat soeben das Rennen gewonnen. Ja, GG an meiner Stelle auch mal, aber 30 Sekunden Vorsprung, aber er ist ja auch gelb, weiß und rot gefahren. Rot wiederum, er wollte mir einfach nicht die Fastest Lap geben, das nehme ich dir übel. So, aber Red Bull Doppelsieg hat mir in dieser Saison noch nicht. Einen zweiten Platz hatte ich ja schon in Italien schon geschafft, von daher alles cool. Aber 1,5 Sekunden Unterschied zur Fastest Lap, also meine Fastest Lap gegenüber die offizielle von ihm, ist schon ziemliches Brett. Bottas auf der 3, dann Hamilton, Norris, Gasly, Leclerc, Vettel, Ricciardo, auch ein Top-Job von 16 auf 9, zu Recht DOTD. Und Sainz, Punkte losgehen nach Hause, Alonso, Tsunoda, Räikkönen, Giovinazzi, Tiktum, Schumacher, Latifi, Mazepin, Russell und Stroll sieht nicht mehr die Zielflagge, weil er wahrscheinlich mechanisches Versagen hatte. Aber Bottas bekommt zwei Verwarnungen, weil er mit Mazepin und Schumacher kollidiert ist und Latifi wiederum mit Schumacher. Interessant. So, liebe Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, weil das, da wünsche ich mir natürlich ein paar Daumen nach oben, weil das war eigentlich meine Haarstrecke. Würde mich auf jeden Fall freuen. In dem Sinne, folgt mir auch gerne auf Twitter, da bekommt ihr nämlich die neuesten News immer ofenfrisch auf euer Smartphone präsentiert. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Dankeschön an Hunzel für seine Zeit. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ja.